Hallöchen, meine Lieben. Und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich spreche erstmal das Most Obvious an. Ich bin in einer anderen Umgebung. Ich bin aber nicht umgezogen, sondern ich bin nur innerhalb der WG in ein anderes Zimmer gezogen. Und das eigentlich auch nur übergangsweise, aber mehr dazu ein andermal. Auf jeden Fall bin ich jetzt in dem größten der drei Zimmer, was mostly einfach organisatorische Gründe hat tatsächlich. Den Grund, dass unsere neue Mitbewohnerin gerne das Zimmer mit dem Balkon hätte, in dem ich vorher gewohnt habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das Zimmer für sie frei, habe hier jetzt nochmal irgendwie ein bisschen mehr Space und kann meinen Stuff ein bisschen aussortieren und sortieren und bliblablub. Und deswegen bin ich jetzt hier. Mir ging es die letzten anderthalb Wochen sehr schlecht. Ich bin in ein ziemliches Loch gefallen, aus verschiedenen Gründen. Irgendwie ist halt seit zwei Monaten viel passiert und ich habe mir irgendwie keine Pause gegönnt und habe so lange weitergemacht, bis halt alles zusammengebrochen ist. Und jetzt habe ich die letzten anderthalb Wochen versucht, mich auszuruhen, was erstmal gar nicht geklappt hat. Also mir ging es erstmal eigentlich sogar noch schlechter und dann war ich in NRW bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Dann ging es mir zeitweise auf jeden Fall wieder besser und jetzt bin ich wieder in Berlin und versuche gerade aus meinem Loch rauszukommen und habe angefangen, mir einen Plan zu setzen und einen Plan zu machen, wie ich da rauskomme. Weil eigentlich weiß ich es ja. Eigentlich weiß ich, was mir hilft, was gut tut. Ich muss sagen, der erste Schritt ist ja immer, sich bewusst zu machen, dass es einem schlecht geht und sich dann zu erinnern, was einem gut tut. Und das habe ich gestern mal gemacht. Nee, vorgestern tatsächlich. Vorgestern Abend habe ich mir eine Liste gemacht mit Routinen und Sachen, die ich jetzt jeden Tag machen möchte. Und zwar sieht das Ganze so aus. Und das hier ist mein Plan, um wieder gesund zu werden. Und zwar habe ich einmal meine Morgenroutine, dass ich mir morgens ein Matcha mache, dass ich mir ein Bullet Journal mache, Journal, lese. Und zwar nicht normal lese, sondern wieder meine... Jetzt sehe ich erst das Midi, das ist lol. Und zwar lese ich jetzt morgens dieses schöne Buch hier. Das habe ich tatsächlich schon 5 Mal oder so gelesen, also wirklich. Und es hilft mir jedes Mal irgendwie wieder aus so einem Loch rauszukommen und einfach wieder achtsamer zu leben und mehr im Moment zu sein, weil Leute wirklich das größte Problem, was wir als Menschen haben, ist einfach, dass wir nicht im Moment leben und einfach viel zu viel nachdenken über Vergangenheit, über Zukunft, über alles Mögliche. Deswegen lese ich jetzt immer morgens ein paar Seiten davon. Dann war ich gestern und heute auch im Gym morgens erstmal schön meine 5 Kilometer gelaufen, weil ich weiß, dass mein Körper es kann. Und deswegen muss mein Kopf einfach mitmachen. Wisst ihr? Also ich weiß ja, dass es kann. Ich weiß, dass ich meine 5 Kilometer immer laufen kann. Und das Einzige, was mich davon abhält, ist halt mein Kopf. Aber der Kopf hat halt jetzt einfach mal Pech gehabt. Das muss jetzt einfach mal gemacht werden. Und dann mein gesundes Frühstück, Porridge und Zitronenwasser. For the vitamins and all the other stuff. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich mich super gehen lassen habe. Ich habe mich nicht mehr gut ernährt. Ich habe nicht regelmäßig geschlafen. Ich habe nicht regelmäßig Sport gemacht. Ich habe geraucht. Und jetzt ist halt so Cut und alles wieder in the routine, damit es mir wieder gut geht. Dann habe ich auch daily 3 Sachen aufgeschrieben, dass ich einmal am Tag mit jemandem sprechen oder telefonieren möchte. Also, dass ich einmal am Tag mit einem loved one telefoniere oder spreche oder was auch immer. Nourishing food. Also gesundes Essen, Vitamine, alles, was man braucht und keine Zigaretten. Es läuft alles sehr, sehr gut bisher. Also ich habe gestern angefangen mit diesem Plan und es läuft bisher sehr, sehr gut. Und dann auch noch eine Abendroutine um 9.30 Uhr, Räucherstäbchen an, eine kleine Runde Wind-Down-Yoga, meditieren, mir einen Tee machen und dann einfach lesen und schlafen. Das ist der Plan. Wie gesagt, es läuft sehr gut. Heute Morgen auch wieder mit Matcha aufgewacht, mein Bullet Journal gemacht, gejournalt, gelesen. Ich war auch im Gym und habe dann gegessen, habe mich jetzt fertig gemacht. Genau, wie viel Uhr haben wir jetzt? 11.14 Uhr. Ich will mich halt auch nicht überfordern. Also ich glaube, das ist immer auch das Wichtigste, wenn es einem so schlecht geht, dass man halt eben nicht sagt, okay, ich muss jetzt das, bam, 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 bam machen, sondern alles in meinem Tempo. Das Gute ist oder beziehungsweise, was bei mir, glaube ich, den großen Unterschied macht und weshalb ihr euch vielleicht ja nicht komplett mit vergleichen könnt. Ich habe diese ganzen Routinen, was jetzt Gym, Morgenroutine, Abendroutine und so weiter und so fort angeht, ich habe das ja alles schon aufgebaut. Das ist alles eigentlich schon sehr tief in mir drin und deswegen bedarf es nicht viel Kraft und Überwindung, wieder in diese Routine reinzukommen. Und das heißt, wenn ich mir sage, hey, ab morgen wieder Routine, dann ist das nicht so anstrengend wie für jemanden, der diese Routine noch nicht aufgebaut hat und erstmal komplett von null halt da rein muss. Deswegen, vergleicht euch nicht mehr damit, denkt nicht, dass ihr genau das so machen müsst, wenn es euch schlecht geht. Der Key-Faktor ist ja auch eigentlich, das zu machen, was einem gut tut, wenn es einem schlecht geht. Und das tut mir gut, das sind meine Routinen, das sind meine Sachen, die mir gut tun. Und um 13 Uhr bin ich heute verabredet, was mir auch gut tut, worüber ich mich
mich auch sehr freue. Bis dahin, ich denke, ich werde jetzt mich gleich tatsächlich einfach noch ein bisschen hinlegen und lesen, um einfach mich noch ein bisschen zu entspannen, noch mal ein bisschen runterzukommen. Genau, das einzig andere, was ich heute auch noch gerne machen würde, ist dann auch langsam mal wieder ins Videoschneiden reinkommen. Ich habe schon die ganze Zeit Rohmaterial auf meinem Laptop, was ich einfach noch nicht geschnitten habe. Ich habe, glaube ich, fast 2 ganze Videos voll. Ich habe ja immer meinen Contentplan. Ich habe jetzt auch so unregelmäßig hochgeladen, aber das ist auch in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. Mir ging es richtig scheiße und dann geht es halt auch einfach mal nicht. Ja, auf jeden Fall möchte ich dieses Wochenende auch endlich das Video schneiden und hochladen. Aber alles in meinem Tempo, ganz langsam, ganz ruhig. Ich vermisse irgendwie die Ability, in Tagen zu denken. Irgendwann mal was dazu gelesen, von wegen, dass im Erwachsenenalter die Zeit ja immer kürzer einem vorkommt und man quasi anfängt, nicht mehr in Tagen zu denken, wie im Kindesalter, sondern in Wochen und dann irgendwann in Monaten. Ich finde das immer so pessimistisch und glaube auch nicht dran, dass es einfach nur am Erwachsenwerden liegt, sondern dass es eigentlich wieder dieses Thema Achtsamkeit ist vor allem. Also klar fühlt sich Zeit auch einfach anders an als Kind, aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, wieder in Tagen zu denken. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach achtsam im Tag ist und sich im Tag fragt, was möchte ich gerade machen, was kann ich machen, was habe ich schon gemacht. Ich bin stolz auf mich, was ich heute schon gemacht habe. Und einfach mal so einen Schritt halt runterzufahren. Also ich glaube, dieses, das kann ich in einer Woche schaffen. Habe ich genug geplant? Gehe ich oft genug zum Sport? Arbeit? Blablabla. Ich glaube, das liegt ja einfach daran, dass wir im Erwachsenenalter immer mehr Responsibility auch auf uns nehmen und einfach viel mehr zu tun haben und das auch koordinieren müssen irgendwie. Aber ich finde, dafür ist halt der innere Erwachsene da, das einmal zu planen und zu koordinieren. Und das innere Kind darf dann ja eigentlich die Tage leben, wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach wirklich mal runterfährt und dass ich mir denke so, wow, ich war heute schon früh wach, ich habe gelesen heute schon, ich war schon im Gym und bin meine 5 Kilometer gelaufen, wow, wow. Und jetzt sitze ich hier und trinke einen Kaffee und gleich gehe ich los und dann sehe ich meine Freundin und ein Tag ist ja schon ganz schön viel und man kann ganz schön viel erleben und ganz schön viel leben in einem Tag. Ich glaube auch, dass dieses Ganze, es gibt so viele Menschen, die sich halt wieder wünschen, sich wieder wie ein Kind zu fühlen. Und ich glaube, auch da ist es einfach im Moment sein, da die Freude herziehen. Je älter wir werden, desto mehr verrennen wir uns ja auch in so Sachen wie, ah, wenn ich das und das habe, dann ist wieder gut. Wenn das passiert ist, dann bin ich wieder glücklich. Wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann habe ich ein gutes Leben. Scheiß drauf, Digga, scheiß einfach drauf, wirklich. Ich möchte nichts mehr als einfach nur mein entspanntes kleines Leben haben mit meinen geliebten Menschen in meinem Leben, mit meinen Katzen, mit einer schönen Wohnung, die jetzt nicht unendlich groß und fancy sein muss, aber einfach gut zum Leben, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle und einfach Ruhe, Natur. Ich will auch nicht immer mehr Freunde. Ich bin wirklich, ich bin mittlerweile echt so 10 Schritte zurück. Mein kleines Leben aufbauen, meinen Leuten wirklich. Will Freunde haben, mit denen ich mein Leben durchlebe, wisst ihr? Also ich habe das auch letztens irgendwo gesehen, es gibt die Freunde, mit denen man sich regelmäßig updatet, denen man dann das Leben erzählt, was man führt. Und dann gibt es die Menschen, mit denen man das Leben lebt. Denen muss ich nicht erzählen, was ich durchlebe, weil ich erlebe das Leben mit denen. Und sowas möchte ich halt mittlerweile. Und es tut mir leid, es zu sagen, aber für mich gibt es das in Berlin nicht. Ich habe hier Freundinnen, ja, aber jeder hat halt so sehr seinen eigenen Scheiß zu tun. Nicht, dass es schlimm ist, ist ja auch
okay. Aber wir sehen uns so selten und es ist nicht so dieses spontane, hey, was machst du gerade, kommst du vorbei? Hey, was machst du am Wochenende? Und das wünsche ich mir wieder um einiges mehr. Zusammen frühstücken, zusammen zelten gehen. Ich weiß, ich lebe gerade auch in der Zukunft, weil ich mir gerade auch vorstelle, wie das Leben sein wird oder wie das Leben sein kann. Aber es ist Vorfreude, es ist ganz viel Vorfreude. Gleichzeitig versuche ich hier meine Zeit, die ich hier gerade noch in Berlin habe, auch zu genießen und auch wertzuschätzen, dass ich hier diese schöne Wohnung habe, auch wenn gerade sehr viel Unordnung ist und sehr viel Unruhe ist. Aber ich bin hier mit meinen Cats, bereue es null, hier in Berlin zu sein. Aber gleichzeitig freue ich mich auf das, was kommt. Wir drauf! Man trainiert. Ich habe mir einen Boba geholt, aber der Heimweg war so lang, dass er schon fast leer ist. Aber es ist ganz lecker. Es ist Erdbeermilchtee mit Tapioca. Kann was. Und ich war im Dussmann und im Budni. Ich glaube, Dussmann und Budni sagt niemandem was, der nicht aus Berlin kommt. Und Dussmann ist basically der größte Bücherladen, den es gibt, gefühlt. Ich dachte früher immer so, ja, die haben schon ganz gute Auswahl an Büchern, aber alles finde ich hier nicht. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, man kann da hinten noch um die Ecke gehen und dann ist da noch ein ganzer English Bookshop. Einfach nochmal so ein ganzer Laden. Das ist wirklich gestört. Und ich habe tatsächlich auch 2 Bücher gekauft. Ich hatte diesen Monat, also ich habe ja immer ein Budget. Ich habe ein Budget von 20 Euro. Und ich hatte diesen Monat eigentlich schon ein Buch gekauft. Aber ich fand das so scheiße, dass ich wieder zurückschicken werde. Und zwar ist das Butcher and Blackbird. Ich habe das irgendwie an sehr vielen Stellen gesehen in letzter Zeit. Und ich hatte den 2. Teil Leather and Lark hatte ich in der Hand. Und die Beschreibung klang so gut. Und dann war ich so, okay, ich bestelle mir jetzt den 1. Teil und lese den. Und Habibis, nee, wirklich nicht. Ich habe dieses 1. Kapitel gelesen. Naja, ich habe die Trigger Warning Liste gelesen, ja. Das geht über 2 Seiten, 1,5 Seiten Trigger Warnings. Und ich habe die ersten beiden Kapitel gelesen und ich war so, nein, das werde ich nicht lesen. Deswegen kommt das wieder zurück. Deswegen hatte ich halt wieder mein gesamtes Budget zur Verfügung und habe mir deswegen 2 Bücher gekauft. Einmal Yellow Face mit Sprayed Edges sogar. Ich habe davon so viel Gutes gehört und ich mag so Literary Fiction so gerne. Ich brauche irgendwie mal wieder was, wo ich weiß, ey, das ist irgendwie gut geschrieben und eine nice Story. Und ja, ich muss sagen, ich merke so langsam wirklich, ich bin nicht der größte Romance-Fan. Was soll ich sagen? Also ich merke das wirklich, dass so die klassischen Romance-Bücher mich nicht zu 100% abholen. Ja, ich lese gerne Literary Fiction und ich lese auch gerne so Mystery. Ich lese auch gerne Fantasy. Also ich lese ja gerade Powerless. Finde ich bisher auch ganz gut. Aber so die typischen Rom-Coms, sage ich mal. Naja, vielleicht, ne, ich habe noch einen ganzen Stapel an Romance-Büchern. Da sind bestimmt auch gute bei. Aber ja, ich habe mir Yellow Face gekauft. Es geht um eine, die verstirbt. Und die ist Journalistin und eine andere, die ihre Story klaut und sich als sie ausgibt quasi. Und ich glaube, die ist, also die June, die die Story klaut, ist nicht asiatisch, aber die stirbt. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Bock, das zu lesen. Und ich finde es halt wirklich wunderschön. Und weil ich gerade wirklich, ich bin so im Young Adult, Murder Mystery, blablabla Hype. Und das war auf der BookTok-Liste. Und ich stand so vor dieser BookTok-Liste, okay? Da war so eine ganze Bestseller-BookTok-Liste. Und mir ist aufgefallen, ich habe einfach alles gelesen davon. Oder fast alles. Ich glaube, fast alles. Aber ich glaube, es waren wirklich nur so 1-2 Sachen. Und von einer wusste ich so, nee, kein Bock. Und One of Us is Lying. Das war auf der Liste, was ich noch nicht gelesen habe. Auch mit Sprayed Edges. Total cooles Cover auch. Und ich habe so Bock da drauf. Ich glaube, das wird mir richtig, richtig gut gefallen. Weil ich bin ein riesen Fan von so Murder, Mystery, Young Adult, Shit. Und ich habe da übel Bock drauf. Also wirklich übel Bock drauf. Es ist halt so ein bisschen wie Gossip Girl auch, habe ich das Gefühl. Weil es gibt so eine Gossip-App, wo irgendwie die Geheimnisse von denen gepostet werden oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Und halt ein Mord. Und es ist einfach eine 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7 Bücherreihe. Boah, das ist viel. 7 Bücher ist viel. Aber hey, habe ich mich jetzt drauf eingelassen. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe keine offenen Serien gerade, außer wo halt noch nicht die Bücher draußen sind. Deswegen habe ich jetzt Powerless angefangen, weil ich glaube, ich brauche mal wieder so eine Bücherreihe. Weil so einzelne Bücher lesen ist fun und alles, aber ich glaube, ich brauche mal wieder so eine Reihe. Und jetzt starte ich hiermit. Ich habe echt gut aufgearbeitet, meine ganzen Büchereien. Gut, das ist auf jeden Fall meine Dussmann-Ausbeute gewesen. Ja, beim Budni habe ich nur 3 Teile gekauft. Einmal Katzenfutter, meine Bodylotion. Ich nehme mal die von Nivea mit Rosenduft. Ich dachte eigentlich erst, dass die nicht genug pflegend ist, aber eigentlich ist die schon genug pflegend. Und ich liebe den Geruch über alles. Es riecht halt nach Nivea und nach Rose. Und ich habe mir, was ich mir nämlich schon vor Ewigkeit mal bestellt habe und es kam einfach nie an, so ein Kissenspray gekauft zum Schlafen. Ich liebe sowas, ja, ne? Boah, ach, richtig Bock. Dann kann ich richtig gut Hayabubu machen. Und das war meine Ausbeute für heute. Leute, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt, aber ich habe dieses T-Shirt vor Jahren für 2,50 Euro bei H&M gekauft. Und das ist das gemütlichste Stück Stoff, was man sich vorstellen kann. Tell me why. Tell me how. Ich weiß nicht mehr, was da hinten drauf steht. Soul? Sunset Soul. Aha. Ah, es steht vorne auch drauf. Lol. Das ist auch mein Mal. Wie man vielleicht sieht, habe ich hier auch Farbflecken. Und manchmal auch Haare färben Shirt gewesen. Es ist einfach das beste T-Shirt. Ich hatte noch eins, aber das war, also ich glaube, das ist XXL. Warte mal. Man sieht es nicht mal mehr. Ah nee, das ist L. Und das andere, was ich hatte, war XL. Und XL war ein bisschen, das hat nicht perfekt gesessen, wisst ihr? Also das hier, oh, es fühlt sich so gut an. XL war so ein bisschen zu groß und dann habe ich mich immer so, vor allem an den Achseln, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt meine Arme so dran mache, dann berühren mein Oberarm, meine Achseln berührt halt nicht das hier. Und bei dem etwas größeren war das halt so, dass mein Oberarm mein Torso berührt hat und das mochte ich nicht. Ich habe da echt so Sensory Issues. Aber das hier, bestes Kleidungsstück. Forever and ever and ever. Wirklich, ich werde so traurig sein, wenn das irgendwann mal mit Löchern aufgehen würde oder sowas, wirklich. Übrigens, Leute, es ist hier absolutes Chaos und es wird sich auch nicht mehr ändern, bis ich hier ausziehe. Es steht noch nicht so, oh, ich darf eigentlich nicht erzählen, weil ich will es nicht jinxen. Aber zu so 80% ziehe ich bald aus, würde ich mal behaupten. Und deswegen, ich habe sortiert, ja. Es sieht aus wie Chaos, aber ich habe sortiert. Und zwar habe ich hier einmal meine Andenken-Ecke, meine Deko-Ecke. Also das ist alles meine Wanddeko und halt so andere Deko. Ein Bildschirm, dann ist hier so Hobby-Stuff und Koffer. Das Ding ist, Leute, ich habe so viele Hobbys, ist mir aufgefallen. So, what the fuck, Alter? Ich habe einen Federballschläger, ich habe Tischtennisschläger, ich habe Sachen zum Nähen, ich habe Sachen zum Malen, ich habe eine Gitarre, ich habe noch eine Gitarre, ich habe eine Ukulele, ich habe eine Kalimba. Übrigens, Leute, diese rosa E-Gitarre, ein Shame, dass die immer bei mir in der Ecke stand. Die wird sowas von an die Wand gehangen in der nächsten Wohnung. Also ich habe wirklich viele Hobbys. Ich habe auch gemerkt, ich mache mich manchmal voll fertig, weil ich denke, ich kann nichts. Ja, jetzt hier kurzer Real Talk. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich kann gar nichts. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin der größte Imposter und ich kann nichts, ich werde nie was können, bla bla bla. Aber eigentlich kann ich so viele Sachen. Ich kann halt vieles ein bisschen, aber ich bin auch der Meinung, ich kann halt alles mir sehr schnell aneignen, wisst ihr? Also egal welches Hobby ich anfange, ich lerne in relativ kurzer Zeit auf jeden Fall die Basics und von da aus könnte es halt weitergehen, wenn ich wollen würde. Aber meistens will ich dann gar nicht, wisst ihr? So, ich spiele super gerne Klavier. Ich liebe es zu spielen. Aber lernen? Bruder, nein. Gar keinen Bock. Ich spiele die gleichen 5 Songs immer und immer wieder. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich darf einfach nicht so hart mit mir selber sein. Ich glaube auch so jobtechnisch. Ich glaube, man könnte mich in fast jeden Job schmeißen und ich würde die Basics sehr schnell erlernen. Sagen wir nicht fast jeden, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, sehr, sehr viele Sachen könnte ich einfach super schnell erlernen. Deswegen, ich darf mich da gar nicht so fertig machen. Ich werde schon meinen Weg finden. Mitte 20 sein ist komisch, wirklich. Es ist so komisch. So, ich merke es halt bei anderen, wie die voll in ihren Jobs aufgehen und so voll ihre Nische finden und was auch immer. Und ich bin halt so, bin ja nicht unzufrieden mit meinem Job, aber ich denke mir halt so, das Wahre ist es halt auch nicht. Und was will ich denn machen? Ich habe keine Ahnung. Bin ich gut in irgendwas? Nein. Aber eigentlich kann ich ja gut werden in irgendwas. Meli, was guckst du so? Übrigens, Leute, wirklich, macht Spaß, das zu lesen, aber es geht ein bisschen langsam voran, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt bei 120 Seiten und es ist noch nicht so viel passiert. Aber ja, ich denke, ich werde jetzt ein bisschen lesen mit meinem ultra-cozy T-Shirt. Oh mein Gott, wirklich. Oh, es gibt nichts Besseres, als einfach ein gemütliches Stoffkleidung anhaben. Da habe ich einfach einen Knacks. Digga, die ist ein bisschen dumm. What the fuck? Digga, hör auf. Besteuern! Hey!
what the fuck. Leute, kennt ihr so Tage, wo ihr aufwacht und einfach mega das Bedürfnis habt, was zu erledigen? Ich habe das meistens freitags, also nicht jeden Freitag, aber wenn ich es habe, dann freitags. Und oh mein Gott, ich bin gerade aufgewacht und war so, also ich habe erstmal habe ich 10 Stunden geschlafen. Ja, ich war gestern komplett am Arsch. Komplett am Arsch. Hab 10 Stunden gepennt jetzt. Wir haben jetzt, oh mein Gott, wir haben schon fast 11. Ich muss gleich mal aufstehen. Auf jeden Fall habe ich 10 Stunden gepennt und dann bin ich aufgewacht und war so, meine Steuer! Ich muss meine Steuer machen. Ich muss noch dies machen. Ich muss noch meinen Song einschicken für meine Pole-Performance. Ich muss noch mein Video schneiden. Und dann habe ich gerade, ich habe diesen Song eingeschickt. Ich habe angefangen, meine fucking Steuererklärung zu machen. Who is she? Ich werde das auch noch, also ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es war so viel. Es ist so viel, was man machen muss. Und dann habe ich gerade noch angefangen, mein Video zu schneiden. Und ich fühle mich so productive. OMG. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ist auch genug jetzt. Ich muss jetzt gleich mal aufstehen. Liege jetzt hier schon viel zu lange im Bett. Aber mir geht's gut. Und das ist so ein Blessing. Oh mein Gott. Ah. Ich fühle mein Leben wieder in mir. Ich habe, also das ist ja auch das Ding, dass ich so Bock habe, Sachen zu erledigen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das war ja jetzt seit Wochen einfach gar nicht da. Und ich fühle mich wieder lebendig. Ich fühle mich wieder glücklich. Ich habe wieder Bock aufs Leben. Ich habe wieder Bock, Sachen zu machen, Sachen zu erledigen. Oh, ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Katzen. Ich liebe mein Stuff, den ich... Oh, ich liebe es. Ich liebe es, Leute. So muss das sein. Ich glaube, ich habe meine Depression erfolgreich abgelegt erstmal. Also ich darf jetzt auch nicht zu übermütig werden. Ich muss jetzt auch ein bisschen noch Piano machen. Aber ich bin happy! Wow! Ich stehe jetzt mal auf. Frühstücke. Ich habe nämlich mies Hunger. Und dann mache ich mich fertig. Und was steht heute an? Es ist Freitag. Was steht an? Obviously gehe ich wieder zum Pole heute. Warte mal. Ich habe legit irgendwie keine Ahnung, was heute ansteht. Also ich gehe zum Pole heute. Lol. Ich dachte irgendwie, ich habe heute noch was anderes vor. Anscheinend habe ich nichts anderes vor. Aber ich werde noch das Video schneiden. Digga, am Sonntag steht viel an. Am Sonntag gehe ich zu einer Freundin. Habe auch Pole. Muss Gardinen anbringen. Und noch, wollte ich nochmal, Spachtelmasse. Und am Sonntag ist das nächste Deutschlandspiel. Leute, wirklich, ich bin ja kein Fußballfan oder sowas. Ich gucke keinen Fußball, außer EM und WM. Aber immer schon. Außer das Katar. Da habe ich nicht geguckt. Habe ich, es war so, wirklich, es war so peinlich. Ich habe vorgestern hier zu Hause alleine das Fußballspiel geguckt. Ja, Deutschland gegen Ungarn. Und ich saß da so, habe so auf meinem Laptop geguckt. Und dann war so fast Tor von Deutschland. Und ich war so... Ich hatte eine verbale Reaktion auf ein Fußballspiel, während ich hier alleine vor meinem Laptop saß. Und ich war so, ganz schön peinlich. Ganz schön peinlich, dass ich hier alleine sitze und eine verbale Reaktion habe auf ein fucking Fußballspiel. Ich bin so aufgedreht heute. Ey, wirklich, das ist das erste Mal seit wirklich langer Zeit, dass ich mich so fühle. Ich bin so dankbar gerade dafür, dass ich einfach mal happy bin, wirklich. Gut, auch wenn ich heute meine Morgenroutine gar nicht eingehalten habe. Ich habe ja eigentlich hier meine Routinen sogar auf meinem Sperrbildschirm. Ich habe einen Matcha gemacht, ich habe Bullet Journal gemacht, ich habe gejournalt, ich habe aber nicht gelesen. Ich war auch nicht beim Gym, aber ich gehe auch zum Pole heute. Und ich habe auch noch nicht gefrühstückt, aber das mache ich jetzt. Ja, auf jeden Fall ist Sonntag auch nochmal Deutschlandspiel. So, ich schreibe jetzt hier nochmal Spachteln auf, damit ich das bloß nicht vergesse. Ich muss nämlich das ganze Zeit... Ah, das habe ich gestern auch noch gemacht. Okay, Leute. Richtig ADHS-Vlog jetzt hier, aber oh mein Gott. Aber ich bin seit 2 Tagen fucking Bob der Baumeister. Bin ja obviously ins große Zimmer gezogen und habe mein altes Zimmer jetzt leergeräumt und alle Sachen von der Wand gebohrt. Und jetzt sind hier 1 Million Löcher drin. Also es war ja so viel Arbeit, diese Scheiße überall abzubohren. Und jetzt muss hier halt noch gespachtelt werden und gestrichen werden. Am Sonntag spachtel ich und nächste Woche streiche ich dann. Und dann ist hoffentlich hier alles ein Haken hinter. Und dann muss ich hier nichts mehr machen. So, ich bin komplett fertig gemacht. Und es geht gleich los, aber ich mache mir noch eben schnell ein Brot, das ich essen kann. Weil ich habe so Hunger. Und ich habe voll das Problem. Also es nervt mich einfach so sehr, aber ich habe zurzeit keinen Bock auf Pole. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe diese Woche schon zweimal, also ich wollte eigentlich an 2 anderen Tagen auch noch ins Studio fahren. Ich habe bei beiden Tagen einfach abgesagt und bin nicht gegangen. Und jetzt habe ich schon wieder keinen Bock. Ich habe schon wieder keinen Bock loszugehen. Und ich frage mich, warum? Ich glaube einfach, weil gerade so, weiß nicht, so anstrengend ist. Also es ist halt einfach auch ein anstrengender Sport und so. Aber es ist halt so sad, weil es ist halt wirklich so eine meiner Leidenschaften. Also es ist wirklich so, ich liebe das ja eigentlich so sehr. Und wenn man dann keinen Bock drauf hat, dann denkt man sich echt so, what's going on? Why? Aber ich gehe natürlich trotzdem jetzt gleich. Ich hatte selten so wenig Bock da drauf. Ich glaube, es ist halt wirklich einfach so dieses, ich habe jetzt eine Woche geskippt und ich merke das immer, sobald ich eine Woche von irgendwas mal skippe, oh, es ist immer schwierig wieder reinzukommen. Ist total dumm. Macht gar keinen Sinn eigentlich, weil es ist nur eine fucking Woche gewesen. Naja, ich mache jetzt mein Brot. Ich esse es unterwegs und muss jetzt los.
Ich kann nicht mehr. Ich bin literally 110% im Arsch. Mein ganzer Körper tut weh. Pole war übel anstrengend heute, aber hat Spaß gemacht. Also es war schön, aber es war halt übertrieben anstrengend. Und dann war ich auf dem Heimweg und ich war schon zur Hälfte zu Hause und es ist mir eingefallen, dass ich noch einkaufen muss. Deswegen war ich gerade einkaufen. Das Gute ist, wir sind so ein Haushalt. Wir kaufen immer nur die gleichen Sachen ein oder ich kaufe immer nur die gleichen Sachen ein. Deswegen geht das immer recht schnell. Gib ich doch mal einen kleinen Haul, oder? Also einmal habe ich Eier gekauft, weil ich ganz gerne Eier esse, Spiegeleier. Dann habe ich Bananen gekauft für zwischendrin, wenn ich mal irgendwie vorm Sport oder so kurz ein bisschen Energie brauche, dachte ich, sind Bananen eigentlich ganz gut, vor allem weil da viel Magnesium drin ist. Brot, das Brot des Monats habe ich gekauft. Heißt es eigentlich so oder ist das so ein Titel? Ist es einfach der Markenname? Auf jeden Fall ist das Haferbrot. Haferheidi. Oh, riecht das gut. Ich liebe Brot, ne? Ich liebe Brot. Brotaufstriche dürfen auch nicht fehlen. Einmal so ein veganer Fleischsalat, einmal veganer Eisalat. Der war 30% reduziert. Vollkornnudeln. Penne sind nicht meine Lieblingsnudeln. Was sind eure Lieblingsnudelformen? Meine sind auf jeden Fall Fusilli. Fusilli mag ich sehr gerne. Oder diese Schleifchen, Farfalle, auch gut. Porrat Haferflocken, Tiefkühlhimbeeren für mein Porridge. Die haben nämlich jetzt die letzten 2 Tage gefehlt und es ist einfach, tittet nicht so sehr, wenn die nicht da sind. 2 Packungen Milch. Ich kaufe mal die. Die sind nämlich günstig und echt gut. Die lassen sich auch richtig gut aufschäumen. Also, falls ihr günstige, leckere Hafermilch haben wollt, die ist wirklich gut. Die klumpt auch nicht so. Finde die super. Gab es noch Kichererbsen und passierte Tomaten, eine Packung. Ja, ist nicht wirklich Feta, es ist Hirtenkäse. Ich glaube, Feta ist ja immer aus Schafkäse und das ist halt aus Kuhmilch. Aber ich lieb's. Ich lieb's über alles. Ja, das war mein kleiner, feiner Einkauf. Und jetzt muss ich noch gucken, ob das Essen noch gut ist, was ich vor 3 Tagen gekocht habe. Ich krieg's nicht hin, für mich alleine zu kochen. Es bleibt immer so viel übrig, dass ich wirklich 4 Tage davon essen kann. Ich glaube, das muss ich mir ein bisschen umgewöhnen, wenn ich wieder alleine wohne, weil ich will nichts wegwerfen, obviously. Real Talk Superior Vibes einfach. Ich mag das Buch echt gerne. Ich mag den Banter. Es ist der unendliche Editing-Ohrwurm. Schon das 3. Video jetzt. Auf jeden Fall bin ich gerade am Video schneiden. Ich werde jetzt mein Bett beziehen. Gerade meine Everything-Shower gemacht. Ich habe Haare gewaschen, mich rasiert, mich eingecremt. Auf jeden Fall starte ich jetzt meine Abendroutine, weil ich es gestern nicht gemacht habe und ich aber merke, dass mir das halt echt gut tut. I mean, deshalb habe ich sie mir ja vorgenommen, weil es mir gut tut. Und zwar mache ich jetzt mein Räucherstäbchen an, dann mache ich mein Wind-Down-Yoga, dann meditiere ich eine Runde, mache mir einen Tee, lese und dann, oh, werde ich so ratzen. Ich habe mir gerade noch die Haare geföhnt. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe meditiert. Mein Räucherstäbchen war an. Ich habe mich gerade noch mal kurz auf dieser Black Roll ausgerollt. Und ich fühle mich so entspannt. Ich fühle mich so entspannt. Und jetzt kann ich gleich in mein frisch bezogenes Bett. Ich mache mir gerade noch einen Tee. Ich kann euch das Real Talk nur empfehlen, so eine Abendroutine zu haben. Ich fühle mich so gut. Und ich weiß, dass ich gleich so gut schlafen werde. Ja, meine Haare übrigens, Leute. Ich mache das mittlerweile so, dass ich Lockenschaum reinmache. Und dann mit einem Diffuser Föhne kopfüber. Was soll ich sagen? Meine Locken dubi poppin. Das wird sich jetzt über Nacht natürlich noch mal ein bisschen flacher legen. Das sieht auf jeden Fall immer sehr wild aus, aber ich lieb's. Ich feiere das. Aber meine Locken so richtig, die sind halt mal da. Junge, so eine Abendroutine ist so slayen. Ich mache jetzt noch mein Schlafspray aufs Kissen und dann lese ich. Dann geht's mir richtig gut. Musik.
gerade irgendwie total Bock, Sims zu spielen. Ich habe gerade beim Frühstück H2O plötzlich meine Frau geschaut. Irgendwie hat diese Wohnung, es sah so aus wie bei Sims. Und dann war ich so, ah, ich habe so lange kein Sims gespielt. Das Problem ist immer, auf meinem PC, es ist nichts installiert. Gar nichts. Weil ich den relativ neu noch hatte und dann habe ich halt aufgehört mit dem Stream und dann habe ich nicht mehr gezockt und dann habe ich die ganzen Spiele nicht installiert. Und immer wenn ich Bock auf was habe zu zocken, dann mache ich den PC an, downloade stundenlang irgendwas und in der Zwischenzeit habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr und mache den PC dann einfach wieder aus. Guck mal, da oben sitzt Millie. Ja, auf jeden Fall downloade ich gerade Sims und Hogwarts Legacy gleichzeitig. Kein Wunder, dass das alles so lange dauert. Mal gucken. Ich habe irgendwie Bock, mal wieder ein bisschen was zu zocken. Ich habe so viele Hobbys. Es ist so schlimm. Ich möchte halt auch lesen, aber ich möchte halt auch zocken. Was geht mit dieser Katze ab immer? Ich möchte so viele verschiedene Sachen machen und ich habe gar nicht die Zeit für alles. Auf der Switch habe ich ja vor einem halben Jahr circa angefangen, Skyrim zu spielen. Das könnte ich machen. Das könnte ich auch im Bett machen. Das ist schon installiert und alles. Let me check. System Update. Na gut, da muss halt alles aktualisieren. Mann, ich wünschte einfach, man hätte mehr Zeit für alle seine Hobbys. Schon schade. Ist auch süßes. Aber was mir total hilft, ist, dass ich halt jetzt kein Instagram gerade habe, weil ich wirklich merke, wie viel mehr Zeit ich dann übrig habe, weil ich halt eben nicht hier und da mal drauf gehe und dann ist man immer wieder so rausgerissen. Junge, wirklich. Diese Katze macht mich fertig einfach. Und ich hänge dann naja auch stundenlang teilweise drauf. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das gerade nicht mache. Die ist so bescheuert, ne? Ich finde es übrigens so verrückt. Es ist jetzt Tag 4 ohne Instagram. Und ich merke einfach, wie viel besser ich mich konzentrieren kann und so. Und wie viel besser ich wieder Sachen machen kann. Ich habe gerade mein Video fertig geschnitten und ich habe mich nicht nebenbei abgelenkt. Normalerweise, wenn ich sowas mache, dann gehe ich halt irgendwie alle 2 Minuten gefühlt auf Instagram. Keine Ahnung, habe ich es nicht, aber ich vermisse es auch nicht. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis danach. Also ich weiß nicht, bei mir geht es immer so recht schnell runter und ist dann auch einfach weg, dass ich dann auch nicht das Bedürfnis habe. Ich habe auch noch ein bisschen gelesen. Ich bin jetzt knapp über der Hälfte von Powerless. Ja, heute ist ein ganz ruhiger Tag. Ich habe auch meine Tage bekommen. Eine Sache, die man bei so einer depressiven Episode auf gar keinen Fall vernachlässigen darf, sind die absoluten Basics. Was meine ich damit? Ich meine Schlaf, ich meine Essen, ich meine Trinken, ich meine Bewegung. Rausgehen. Und ich weiß, klingt immer so einfach und als ob man das so runterspielen will, aber Leute, wenn irgendwer euch diese Tipps gibt gegen Depressionen, gegen was auch immer, es ist natürlich nicht das Allheilmittel, aber es hilft dennoch. Es sind die Basics und wenn die Basics nicht stimmen, dann geht es dem Körper und dem Geist auch schlecht. Gegessen habe ich schon gut heute. Ich habe mir so einen Linsen-Spinat-Curry gekocht. Das war sehr, sehr lecker, da werde ich auch gleich noch was von essen, aber ich habe gemerkt, ich bin heute noch nicht rausgegangen und ich möchte heute gerne noch rausgehen und die Sonne scheint und ich denke, ich werde so einen kleinen Hot Girl Walk machen, Musik hören, mein Buch auch mitnehmen und mich vielleicht irgendwo hinsetzen und lesen. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr gut und sehr wichtig. Wasser getrunken habe ich auch gerade. Fühle mich auch absolut, also das ist jetzt schon wieder so, ich glaube, das ist einfach meine Periode und being a woman in general, aber ich fühle mich so hässlich heute oder auch generell die letzten Tage. But that's also okay, das hält mich nicht davon ab, jetzt rauszugehen. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es mir gut tun wird. Ich struggle gerade mit einem Punkt von meiner schlauen Liste total. Und zwar ist das
telefonieren mit Menschen, die mir gut tun. Ich habe große Probleme damit, ja, mich zu melden bei Menschen. Es liegt oft daran, dass ich halt Angst habe, Leute zu nerven oder zu viel zu sein. Oder vor allem, wenn es mir schlecht geht, Hilfe einzufordern, weil ich eben nicht zu viel sein möchte. Und vor allem habe ich jetzt in den letzten Wochen irgendwie wieder gemerkt oder habe die Erfahrung machen müssen, dass ja viele Menschen immer so pro Mental Health sind und Mental Health Advocates sind, bis Leute Symptome zeigen, dass man dann auf einmal mit einer Armlänge Abstand behandelt wird oder gar nicht mehr mit einem geredet wird oder ja, so Sätze fallen wie, dass man super wenig Verständnis dafür aufbringen kann, wo ich mir auch denke, ja, ich weiß, dass es schwierig ist und ich weiß, dass es irgendwie, ja, nicht nachvollziehbar ist, aber es geht ja auch gar nicht darum, das nachzuvollziehen, sondern es geht ja darum, für einen da zu sein, Support zu zeigen und irgendwie habe ich jetzt in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen viel Ablehnung erfahren, ich weiß nicht. Ja, es ist gerade schwierig. Oh, jetzt ist aber seit zwei Tagen auch so, dass irgendwie zwei meiner besten Freunde, ich nicht im Kontakt mit denen bin, aber wir sonst sehr viel Kontakt haben. Und dann ist halt direkt so, will nicht sagen, ich mich einsam fühle, weil ich bin gerade sehr gerne auch alleine und mit mir. Aber ich habe es halt auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste, jeden Tag eigentlich mit einer Person zu telefonieren. Ich merke halt gerade, dass es wegfällt. Und das ist eigentlich schade, dass es wegfällt, weil es eigentlich nicht wegfallen sollte. Weil es wichtig ist. Nicht wundern, ich sehe gerade aus wie ein glasierter Donut. Ich habe gerade außerdem ein bisschen zu viel Creme benutzt und 1000 Skincare-Produkte drauf, aber es fühlt sich fresh an. Ich habe gerade mit meiner Mama noch telefoniert. Ich glaube, knapp über einer halben Stunde haben wir gesprochen und ich bin stolz auf mich, dass ich durchgezogen habe, dass ich sie angerufen habe. Ah ne, 45 Minuten haben wir sogar gesprochen. Ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe und es tat auch total gut. Wir haben eigentlich über nichts Besonderes gesprochen. Wir haben ein bisschen über Umzug gesprochen und dann über Yoga und was auch immer. Also wirklich, es war einfach nur so ein Gequatsche, aber das ist ja genau das, was ich gerade brauche. Ich brauche nicht Tiefgehendes, sondern einfach Gespräche mit meinen geliebten Menschen, die mich daran erinnern, dass ich geliebt bin und dass ich Menschen habe in meinem Leben. Genau, und jetzt werde ich wieder meine Abendroutine machen. Ich freue mich total. Ich liebe meine Abendroutine jetzt mittlerweile. Ich habe mir auch gedacht, ich werde diese Liste, ich werde die nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Beziehungsweise eigentlich, was nur fehlt, ist noch einmal am Tag rausgehen, mindestens. Vielleicht fällt mir auch noch irgendwas ein, was so mandatory ist. Und dann werde ich diese Liste immer wieder rausholen, wenn ich mich in einer depressiven Episode befinde und werde das umsetzen. Und das wird jetzt einfach so mein Leitfaden, wenn es mir schlecht geht. Das ist total cool. Okay, ich mache jetzt meine Abendroutine. Es läuft gerade noch nebenbei das Spiel. Weiß nicht warum. Irgendwie hatte ich heute mega Bock auf Fußball. Also ich stehe generell voll auf EM und WM und gucke gerne die Spiele. Da habe ich sie nebenbei laufen. Ich habe vorhin auch Türkei gegen Portugal geschaut und wirklich, das war das peinlichste Eigentor, was ich jemals gesehen habe. Warum ist mein Autofokus so? Shoutout Türkei. Ich melde mich vielleicht gleich nochmal. Vielleicht auch erst morgen. Guten Morgen. Eieiei. Meine Haare sind so wild. Was soll ich sagen, Leute? Ich habe ganz gut geschlafen. Ich bin komplett am Arsch, to be honest. Ich glaube, dadurch, dass ich den Monat über so ungesund gelebt habe, ist jetzt halt meine Periode wieder sehr schlimm. Die war die letzten Monate so viel besser geworden, weil ich regelmäßig Sport gemacht habe und sowas. Und ich würde auch sagen, sie ist nicht so schlimm wie früher. Sie ist schon besser, aber ich fühle mich trotzdem wie so vom Truck überfahren. Ja, muss heute wieder ein bisschen nett zu mir selber sein. Und das ist halt auch immer so eine Sache, was mich sehr nervt, ist, wenn ich Pläne habe oder Pläne mache und ich die dann absagen muss, das ist eine Sache, die mich sehr nervt, wo ich aber einfach nett zu mir selber sein muss, wenn es halt nicht klappt. Und zwar wollte ich heute eigentlich zum Paul. Und zwar da, wo ich mir noch Credits gekauft habe für Heels-Kurse. Also es ist jetzt nicht mein Standard-Paul-Studio, sondern das andere. Und ich habe da halt viel Geld für ausgegeben. Aber erstens, ich fühle mich überfahren wie von einem Truck. Und zweitens habe ich gesehen, dass wir Schienenersatzverkehr haben und ich einfach über eine Stunde dahin brauchen würde. Und ich sehe es halt gerade nicht ein in meinem Zustand, da über eine Stunde hin und wieder zurück. Und oh, es macht einfach keinen Sinn. Es nervt extrem, dass ich da so viel Geld für ausgegeben habe und erstens die Trainerin nicht mehr da ist, bei der ich trainieren wollte und zweitens ich jetzt einfach ständig Kurse verliere. But it is what it is. It is what it is. Ich habe diese Woche jetzt schon zum dritten Mal dann Paul abgesagt, aber ich war am Freitag. Aber ich wollte eigentlich auch Dienstag und Mittwoch gehen und heute aber scheiß drauf. Nett zu sich selbst sein. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und es wird dann anders wieder gehen. Und es ist halt gerade einfach super viel los. Ich habe halt auch gerade dieses Gefühl von, oh, ich muss diese ganzen Kurse jetzt noch alle belegen, bevor ich umziehe, weil dann habe ich die Möglichkeit nicht mehr. Aber fuck it. Oh, entschuldige, Bobby. Es ist im Endeffekt auch nur ein Hobby. Es ist jetzt nicht mein Lebensinhalt, auch wenn es eine große Leidenschaft von mir ist. Und ich muss einfach... Bobby!
Ich muss einfach lieb zu mir selbst sein. Oh, guck mal, wie süß der Bobby ist. Guck mal, der Bobby, der geht nie zum Sport. Der hat trotzdem ein glückliches Leben. Der kleine Mr. Bob. Also so sieht das jetzt hier gerade aus. Ich hoffe, dass ich dann nächste Woche da hingehen kann. Ich habe mich da nämlich auch angemeldet. Jetzt gerade haben wir aber irgendwie jedes Wochenende Schienenersatzverkehr. Total blöde. Morgen geht es auch wieder an die Arbeit für mich. Und auch da habe ich irgendwie Angst. Ich weiß nicht, ich habe halt gerade dieses Gefühl von, ich habe jetzt lange gefehlt. Ich habe Angst, nicht nur, was sich alles aufgestaut hat, sondern auch, ich weiß nicht, ich habe immer Angst vor Verurteilung. Ich habe das Gefühl, andere im Stich zu lassen, wenn ich krank bin. Aber ich bin halt krank. Also es ist so ein Zwiespalt in mir, der da sehr arbeitet und der mir sehr viel Angst macht. Und ja, ich wünschte einfach gerade irgendwen auch da zu haben, der mir da hilft. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich mich ja selbst regulieren sollte und das auch reicht, wenn ich selber für mich da bin. Ich brauche niemand anders, der mir sagt, dass das alles okay ist, weil eigentlich weiß ich das ja schon, dass das alles okay ist. Und ja, es ist halt alles echt schwierig gerade. Und damit Gummo. Ich habe es gerade auch endlich mal geschafft, mich zu duschen und anzuziehen und werde jetzt auch rausgehen und mit dem Fahrrad zu einer Freundin fahren, die jetzt auch gerade umgezogen ist. Legitim, alle Menschen ziehen gerade um. Meine beste Freundin aus Köln ist jetzt im Juni umgezogen. Ein anderer Freund aus Köln zieht es im August um. Ich ziehe vielleicht bald um. Meine Mitbewohnerin ist ausgezogen. Mein anderer Mitbewohner zieht aus. Hier zieht noch jemand ein. Meine ehemalige Mitbewohnerin ist umgezogen. Alle ziehen gerade um. Ich sehe auch so viele Moving-Vlogs auf YouTube. Ja, es ist einfach Jahr der Trennung und Umzüge. Bin gespannt, wenn alles vorbei ist und alles sich wieder ein bisschen beruhigt hat, weil gerade ist wirklich eine Phase in meinem Leben, im Leben von allen um mich rum, so, ja, so viel aufgewirbelt. Aber da fahre ich jetzt hin und helfe ihr noch ein bisschen beim Auspacken und sowas und denke, dass mir das auch ganz gut tun wird, auch wenn ich meinen Tag habe und mich eigentlich kaum fühle nach rausgehen. Aber ich weiß, rausgehen ist gut, Bewegung ist gut, mit Menschen mich umgeben ist gut. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, Leute, es ist gerade so ein Umzugsmarathon. Ich war vorhin bei meiner Freundin und habe ihr ein bisschen geholfen, ein paar Kartons auszupacken und sowas. To be honest, ich war heute nicht die größte Hilfe, einfach weil ich halt auch mies meine Tage habe und dann eh immer so ein bisschen neben mir selbst stehe. Aber ich war froh, da gewesen zu sein und habe jetzt auch nochmal hier in meinem alten Zimmer heute alles verspachtelt. Bin richtig stolz auf mich, was ich alles geschafft habe. Habe auch wieder die Vorhänge aufgehangen im Wohnzimmer. Viel erledigt bekommen. Und ich muss auch sagen, mir geht es insgesamt einfach schon viel, viel besser. Ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen Yoga gemacht, beziehungsweise mich einfach ein bisschen gedehnt. Bin auf jeden Fall sehr froh, wie viel ich für mich tue, für meine Gesundheit tue. Ich bin sehr dankbar dafür. Es ist nicht selbstverständlich, auch wenn es selbstverständlich sein sollte. Jeder sollte seiner selbst bester Freund sein und das bin ich gerade auf jeden Fall, weil ich sehr, sehr gut für mich da bin. Ansonsten, small reading update. Ich bin jetzt mit Powerless schon sehr weit. Ich bin auf Seite 386, das heißt, mir fehlt nur noch knapp über 100 Seiten. Und ich muss sagen, ich lese es sehr gerne. Es ist ein bisschen repetitiv, blick an manchen Stellen nicht ganz so durch, aber es macht sehr viel Spaß zu lesen. Also ich kann es auf jeden Fall bisher empfehlen. Ich meine, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, deswegen möchte ich noch nicht empfehlen, aber liest sich auf jeden Fall sehr nice. Und was ich auch angefangen habe, ich habe nämlich eine neue Reihe jetzt auf dem Kindle angefangen, beziehungsweise auf Kindle Unlimited. Und zwar ist das die Addicted to You Reihe von Christy und Becca Ritchie, glaube ich. Und das ist einfach eine Buchreihe mit 10 Büchern. Es ist total krass. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Addicted to You ist der erste Teil. Calloway Sisters und irgendwie noch eine zweite Reihe, aber die intertwine irgendwie. Also die gehören zusammen und es sind insgesamt 10 Bücher. Und das habe ich jetzt angefangen, weil es ist auch, es hat mich total gecatcht, weil da schon wieder stand Fans von Gossip Girl und Euphoria. Blablabla. Und jetzt im ersten Teil geht es um 2 beste Freunde. Ein Girl, ein Boy. Sie ist süchtig nach Sex und er ist süchtig nach Alkohol und sie sind am Fake-Daten. Also ich habe jetzt erst ein Kapitel gelesen, aber ich bin schon hooked und ich freue mich, das weiterzulesen. Ich glaube, ich mache das jetzt wieder so, dass ich auf dem Kindle lese und dann halt ein
Physical Buch, weil ich kann das besser mitnehmen in der Bahn. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, jetzt wieder Reihen anzufangen. Von Powerless kommt ja jetzt auch schon Anfang Juli der zweite Teil raus und es gibt noch eine Novelle, Powerful. So, meine Lieben, und damit verabschiede ich mich für diesen Vlog. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mir zugesehen habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen in meine Routinen, die mir helfen, aus einer depressiven Episode rauszukommen. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht ein, zwei Sachen mitnehmen für euch selber, falls es euch gerade nicht so gut geht oder für, wenn es euch nicht so gut geht in der Zukunft. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder willkommen heißen zu dürfen. Und bis dahin macht's gut. Wir hören voneinander. Bye.